Nachdem wir dann jetzt unseren schönen Schweinebauch von Knochen und Knorpel komplett befreit haben. Ja, das fühlt sich gut an. Werde ich den jetzt mal in etwas gerechtere Stücke gleich schneiden. Zack. Damit man hier wunderbar durch die fette Haut vom Schwein kommt. So, dann habe ich hier noch ein kleines Stück. Ja, wunderbar. Habe ich vier schöne Stücken. Und die vier schönen Stücken wollen jetzt baden gehen. Und zwar in einen wunderschönen Nitrit-Pökelsalzbad für gut eine Woche. Und wie wir das genau machen, zeige ich euch jetzt. Der Gewürztee, der ist jetzt soweit fertig. Ich zeige ihn einmal mal rein hier in die Kamera. Der Gewürztee. Piment, Pfeffer, Lorbeerblätter, Salz, Nitritpökelsalz, alles hier drin. Und das gebe ich jetzt hier in diese 5 Liter Schüssel ein. Zack, so alles raus. Oh, Kinders. Das riecht, das ist ein Duft, das ist mega. Einmal durchrühren. Und das ist jetzt eben halt meine Salzlake für den Bacon. Und den Bacon, der kommt jetzt hier rein. Eins. Zwei. Drei. Oh, wunderbar. Ich hatte schon Angst, das passt nicht, aber wenn ich mir das so angucke, ist das super. Jetzt haben wir den Bacon hier drin. Jetzt haben wir den Bacon hier drin. Ich denke mal, ich werde jetzt noch einen schweren Teller oder ein Brett draufpacken, dass auch wirklich der Bacon unter Wasser bleibt, weil das ist wichtig, dass er von Luft abgeschlossen ist. Und dann kommt er eben halt jetzt für wirklich für 7 Tage in den kühlen Keller und bleibt da drin und pökelt in Ruhe vor sich hin. Und damit würde ich mal sagen, ist der heutige Abend schon fertig. Mehr kann ich heute Abend nicht mehr zeigen und machen. Ich bringe das jetzt in den Keller und wir sehen uns. Hallo liebe Freunde von Yuki's Deiner Barbecue. Wir haben heute Tag 1 von unserem Pökelvorgang, von unserem Bauchfleisch, was wir ja pökeln wollen. Und ich stehe jetzt hier gerade in meinem Bastelkeller. Hier unten, zeige ich euch gleich, habe ich das Bauchfleisch eingelegt. Jetzt seit einem Tag und ich bin in den Keller gekommen. Und ich muss so ganz ehrlich sagen, es riecht genial. Es riecht richtig schön würzig. Ja, es riecht gut. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob es auch genauso gut aussieht. Schauen wir mal. Ich hole euch mal ran. Ja, das sieht hier sehr gut aus. Gefällt mir. Das Einzige, was ich jetzt gerne machen möchte, ist, dass ich die oberen Bauchfleischscheiben jetzt mal aus dem Topf nehme, kurz, und die dann mit den unteren Bauchfleischscheiben austauschen möchte. So, jetzt muss die noch hier hin. Bleib stehen. Die kommt jetzt da rein, dann kommt die nach unten. Ah, hier, guckt man, seht ihr das? Hier den Unterschied. Hier ist noch ein ziemlich roter, ja, so ein blutroter Fleck. Hier auch. Im Vergleich zu dem Rest. Das liegt daran, ich habe diese Schüssel, die ich leider so ein bisschen mit Wasser gefüllt habe, als Erschwerung oder Beschwerung genommen. Und das sieht man dann jetzt. Daher ist es mir auch schon mal wichtig, dass wir das dann jetzt zack, alles schön hier reinmachen, alles wieder unter Wasser drücken. Ne? Vorhin hat es doch noch geklappt. Zack. So. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. So, alles wieder unter Wasser. Nehmen wir uns den Deckel. Packen ihn wieder auf. Und dann sind unsere 4 Kilo Schweinebauch bereit für den zweiten Tag. Ich würde mal sagen, ich nehme euch morgen wieder mit runter.
Oder mal gucken, vielleicht auch nicht, weil so spannend ist es nicht. Das kann man sich einmal angucken, dann reicht das. Ich denke mal, wir sehen uns dann nach den 7 Tagen. Ich wünsche euch bis dahin was. Ja, willkommen bei Nükis deiner Barbecue. Es ist geschafft, den ersten Arbeitsschritt haben wir hinter uns gebracht, und zwar unseren Bacon 7 Tage lang zu pökeln. Jetzt habe ich ihn aus der Pökellake herausgenommen, habe mir schon mal ein bisschen vorab gewaschen mit klarem Wasser. Und jetzt heißt es, den Bacon so gut wie es geht abzutrocknen. Das mache ich jetzt hier. Und wenn der Bacon gut abgetrocknet ist, dann müssen wir ihn jetzt nur noch auf Schnur auffädeln. Und dann werde ich ihn nochmal für gute 24 Stunden im Keller ausbrennen lassen und richtig trocknen lassen. Ja, das fässt sich so schon mal ganz gut an. Und auf zum nächsten. Wenn wir unseren Bacon dann gut abgetrocknet haben, heißt es, dass wir ihn dann quasi ja jetzt eben halt auffädeln müssen. Dafür musste ich mir notgedrungen erstmal selber was zurecht basteln, weil ich habe echt verpennt, mir rechtzeitig eine Fleischernadel zu bestellen. Und da habe ich mir gedacht, komm, probier mal, hast ja einen Keller. Habe hier ein altes Stäbchen genommen, so ein Essstäbchen. Habe das vorne angespitzt, ein kleines Loch mit einem Dremel reingebohrt. Und ich hoffe, dass das so funktioniert. Keine Angst, ich habe dieses Stäbchen vorher 2 Minuten zweimal in heißem Wasser desinfiziert. Nicht, dass ihr denkt, ich gehe jetzt hier einfach mit so einem kellerdreckiges Ding in das Fleisch rein. So, jetzt probiere ich es einfach mal, indem ich dann quasi hier oben mal reinsteche. Gucken. Durchpope. Oh, das klappt doch wunderbar. Dann habe ich hier meinen Küchengarn. Doppelte Länge. Ja, das reicht so. Zack, das Ganze zweimal. Dann fädeln wir uns die eine Schnur hier schon mal so durch. Einmal hier in das Loch. Menschenskinder, will nicht. Da. Zap. Dann ziehen wir es uns wieder raus. Ich hoffe, jetzt kommt nur eine Schnur raus. Wunderbar. Machen wir noch einen kleinen Knoten rein. Zap. Erste Seite haben wir. Jetzt nehmen wir noch die zweite Seite. Und damit habe ich dann schon das erste Stückchen fertig. Zum Aufhängen parat. Wie ihr seht, wunderbar. Das lege ich mir jetzt an die Seite. Das ist soweit fertig. Supi. Weiter geht's. Und zwar sind wir jetzt am Kalträuchern. Ich habe jetzt schon den zweiten Durchgang fast hinter mich gebracht. Ungefähr so, ja, 5 Räucherdurchgänge, 8 Stunden möchte ich gerne haben. Wie der Bacon jetzt aussieht nach dem zweiten Räucherdurchgang, das zeige ich euch mal am besten. Ihr kommt einfach mal mit. Ja, dann wollen wir uns das mal anschauen, was denn so unser Bacon sagt. Boah, das sieht gut aus. Ja, das sieht, ich hole ich mal ran. Ich finde, das sieht schon sehr gut aus. So, meine Räucherschnecke sehe ich auch schon gleich durch. Das sind jetzt so die ersten, 7 habe ich angefangen. Sagen wir es 12, also knapp 5 Stunden. Ich denke mal, eine Stunde reicht es noch, also 6 Stunden. Und der, ja, fest sich zwar noch, ja, der muss noch, also er ist noch ziemlich weich. Aber riecht total geil, rauchig. Wunderbar, machen wir ja zu. Ja, mehr kann ich euch auch heute für den zweiten Tag nicht zeigen. Also ich bin auch für mein Ergebnis, also bin ich schon stolz. Mache ich auch das erste Mal. Mache ich das erste Mal. Und ja, ich würde sagen, ich mache dann in Ruhe noch meine 3., 4., 5., vielleicht noch den 6. Räucherdurchgang fertig. Da nehme ich euch dann aber auch nicht mit. Und wir sehen uns dann wieder
wenn der Bacon fertig ist, wenn wir ihn anschneiden und wenn wir dann unsere allererste Kostprobe machen. Da bin ich schon richtig gespannt drauf. Bis später.